Die Weiterentwicklung unserer Partner ist ein wichtiger Bestandteil, da Reparaturanforderungen immer komplexer werden, die Digitalisierung zunimmt, der Margendruck wird immer höher in den Betrieben und wir von Glaserit wollen unser Netzwerk fit machen für die Zukunft. Bei unserem Bodyshop Boost nutzen wir einen ganzheitlichen Ansatz der Betriebsanalyse. Wir schauen uns alle Bereiche an, aber vor allen Dingen schauen wir uns die Mechanik, Karosserie und die Lackiererei an. Ja, hier in der Kabine gucken wir uns einmal die Deckenfilter an. Wie sieht die Beleuchtung aus? Ist die ausreichend für den Bereich? Was ist zum Beispiel mit der Druckluft? Ist die in Ordnung? Funktioniert das? Das sind halt alles Störungsfaktoren, die dazu führen können, ja, dass die Lackierung halt nicht so schön wird, wie sie eigentlich sein sollte. Interessant ist es darum, weil man erkennt, wo die Schwachstellen sind. Man schaut sich den Prozess an, die Übergabe von leichter zu schwerer Karosserie, von der Karosserie in den Lack und versucht dort die Schwachstellen herauszufinden, um diese zu beseitigen. Prozessstörungen dürfen nicht mehr auf der Tagesordnung sein. Ziel ist es, Prozessstörungen zu vermeiden. Deswegen ist Boost für jeden interessant. Danach visualisieren wir alle nötigen Maßnahmen in unserem Online-Dashboard und begleiten den Betrieb mindestens 12 Monate bei der Umsetzung der Maßnahmen. Ziel ist es, die Entwicklung des Betriebes in allen Bereichen voranzuschreiten. Aber besonders die Prozessschritte der Fahrzeugreparatur sind hier klar im Fokus.